Hallo und willkommen zurück. So, wir haben jetzt wieder volle Energie und weiter geht's. Nein, nein, Moment. Ich will den hier anklicken. Das ist so unnötig schwer. Also ich habe das Gefühl, dass man schon kurz vorm Ende ist. Naja, am Ende von diesem Let's Play kommt ja dann natürlich auch der Nachfolger. Ich werde auch diesen Spielstand dann weiterführen. So, schalte doch nochmal. Typen. Also das ist ein Gegnertyp, den ich echt nicht leiden kann. Jetzt habe ich wenigstens die geschafft. Das Problem ist nicht die. Das Problem ist nicht die Gegnertypen, sondern dass sie alle auf einmal da sind. Jetzt schaue ich erstmal hier kurz durch. War das jetzt gerade ein Bug oder?
gibt hier nicht zu sehr zufällig irgendwo eine. Ah, hier gibt es eine Abkürzung, wie schön. Es ist dezent langweilig, aber was soll ich tun? Ich möchte meine Health-Items, wenn möglich, aufheben. Geh weg, lass mich in Ruhe. So knapp. Das ist natürlich nur eine Feuerstelle, die, wenn man eine braucht. Falsche Richtung. Shit. Ah, ich bin an einem. Zum Glück leuchten die im Dunkeln. Ich bin so stolz auf mich. Bin doch fast draufgegangen. Dann warte ich kurz. Regeneration ist ja relativ human. Relativ, naja. Gut, ich kann natürlich auch. Es hat schon ein bisschen was gebracht. Nicht viel, aber ein bisschen.
Mir fehlt echt ein Heilzauber. Ein Hauch von Dark Souls. Nein, schlechter Witz. Das wäre dann vielleicht auch mal ein Spiel, was interessant wäre, mal anzuspielen, wie es sich denn auf dem PC denn spielt. Man kann jetzt anscheinend doch einen Controller benutzen, wollten sie jetzt deaktivieren. Was bewirkt der Pilz?
Ja, jetzt muss ich tatsächlich warten, bis das mal. Bevor ich da hingehe, sollte ich echt schauen, dass ich dann volle Lebensenergie habe. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das Spiel eigentlich dann noch handlungsmäßig geht. Aber ich habe Speicherplatz. Da geht es, ist es also nicht so schlimm. Ja, man sieht dieses Öl auf dem Schwert. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt, aber ich hab's mal drauf. Es ist blau, sah jetzt auf dem Bild nicht so aus. Aber ich lasse mich schon mal voran. Beim Zweier brauche ich mehr Heiltränke. Rella always admired you. Shame. You might have made a good couple. This farce is over. As you wish. Behold my Koschei, the perfect killer.
Oh, es ging doch recht gut. Ja. Das ist das Problem, ich möchte gerade nicht vor dem Ende mein komplettes, die kompletten Tränke aufbrauchen. Ah, das Bild ist wieder bunt. Ach ja, ich habe was Witziges gesehen, beziehungsweise was Interessantes, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, Witcher 1 ist in Deutschland ab 16. Nee, nee, der ist ab 18. Der 2 ist dann aber wiederum ab 16. Das ist mir erst so zufällig aufgefallen, wenn man so geschaut, ja. Und was? Ab 18? Ich habe das 16er Titel. Naja. Beim 2 ist es meines Wissens. Ich glaube, der 2 ist auch in der Enhanced Edition quasi ein 16er Titel. Das ist ja das, was mich so irritiert hatte. Weil Witcher 2 ist ja in den meisten anderen Ländern auch so, die in die Richtung ab 18. Om nom nom. Die perfekte Killerspinne, die war nicht so das Problem.
ist eine Feuerstelle. Oder irgendetwas, was einen Grafikbug hervorgerufen hat. I can't meditate with a fire out. Seems I have to light it first. I can't meditate with a fire out. Seems I have to light it first. Jetzt habe ich keine Feuerstelle mehr. Hey, wie toll. Dann halt ohne meditieren. Bleib einfach außerhalb seiner Erkennungsbereichs. Unsichtbarkeit wäre eine praktische Funktion. Aber es ist nah am Labor, also weit kann es nicht mehr sein. Ich schütze einfach vor. Bewirkt es. Ah, okay. Sehr praktisches Mittel und der hat gar nicht gepeilt, dass ich gerade seine Kollegen. Das ist halt auch bloß interessant. Bin ich da? Oh, das kann ich leider zu dir nicht sagen. Das wäre der Weg zum Durchgang und hier rechts ist dann das Labor.
Die Tür ist trotzdem. Ein gutes Gefühl, also werde ich das mal versuchen. Irritating. You just cut up my kashche, the result of much labor. Now to resolve this matter through more traditional means. I can't wait. My, how threatening that sounded. I warned you, pissing up wind leads to disaster. You talk too much. Scared? This time you pissed in a tornado. Kill him. Wer ist, wie meint er? Ah, toll. Klassiker. Dann warte ich doch, dass ich kurz bis er voll geheilt ist. Eigentlich sind die zwei kein Problem, es ist halt ein Problem, wenn man nicht voll geheilt ist. Er selber wird dann wahrscheinlich der einfachste Gegner sein, einmal dreimal draufhauen und fertig. Ich hasse immer warten.
Gut, eine Sache, die gut ist, beim Zweier kann man überall meditieren, man braucht kein Feuer dafür. Man braucht aber trotzdem noch die Feuerstellen, um Tränke zu herzustellen. Was an sich gar nicht so blöd ist. Hat sich jetzt gerade die Musik verändert? Your turn, Javed. I learned long ago only to rely on myself. Before I kill you, you must know. Triss Marigold is being dragged to the laboratories as we speak. Torture will follow. Everyone breaks sooner or later. It's merely a question of time. What say you, Witcher? Still the indifferent tough guy? You're bluffing. You send assassins after me, conjure up beautiful words, threaten to kill me. But you're scared to death and simply postponing the inevitable. Alar Zar Bin Tala. I needed to think. Coward, you know the punishment you face. You can evade it by slaying Geralt of Rivia.
You may earn my mercy. Your threats don't impress me anymore. Prepare, sorcerer. I've come here for you. We'll meet again, White Wolf. Berenger made his decision. He knew where Javed was hiding. He also knew I'd find the sorcerer sooner or later. He knew that facing Javed alone was suicide for either of us. Das ist ja... Jetzt weiß ich aber etwas, was ganz praktisch ist. Jetzt wird's nicht lustig. Hier rausholen. Hätte auch gucken können, schießen. Ich will es mal probieren. Ach genau, in dem Moment, wo der drüber läuft. Kriegen die Damage. Die sind relativ schnell für ihre Gewichtsklasse. Ich
muss mich in ein Eck bringen. Das hört sich dumm an. Toll. Kann ich die verarschen? Kann ich sie verarschen? Ah, ich hoffe es. Für Leute, die nicht wissen, was ich davor habe, ein Klassiker. So lang rumrennen, bis man sein Leben wieder aufgefüllt hat, damit man wieder volle HP hat. Da es ja ein Spiel ist, wo man auch im Laufen HP regeneriert, geht das auch. Hat man ja im letzten Teil gesehen. Oh, komm, lauf! Du bist ein Witcher, kein Panzer. Vorteil ist dadurch, spare ich mir wenigstens ein paar Health Potions. Ich weiß, dass es ein bisschen blöd ist, aber oh fuck. Ah, er hat mich erwischt. Wenn ich aber keine Vergiftung oder irgendwas habe, geht das. Es geht nur halt etwas sehr auf die Finger. Das habe ich beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, habe ich es auch gemacht. Da kam der Ghoul auf mich zu, ich renne einfach im Kreis 10 Minuten und dann war ich wieder regeneriert. Ja, das kann jetzt etwas dauern, aber ich möchte am liebsten mit meinen beiden Helftränken dann quasi in den finalen Kampf gehen. Ah, komm, lauf! Oder ich mache das so, um die durch meine Falle durchzulocken. Ah, komm, lauft! Lauf. Das ist leider teilweise ein bisschen träge. Kommt her und... Einer hat schon mal Schaden genommen. Ja, ich für den Punkt, den ich als nächstes setze, den muss ich wohl etwas besser setzen. Wie hier zum Beispiel. Bullet Time, ja, das ist gut. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Ich muss bloß meine Finger kurz mal etwas dehnen, Dehnübungen für die Finger und dann kann ich hier weitermachen.
Wenn ich natürlich mit voller HP in den Endkampf gehen kann, das ist sogar noch besser. Er dürfte etwas weniger haben, ja, nicht viel. Ich muss wieder frisch die Acker auf mich ziehen. Das hört sich komisch an, aber sonst funktioniert das nicht so gut mit dem Rumlaufen. In dem Moment, wo sie einen nicht mehr sehen, folgen sie einem nicht mehr und dann hat man das Problem, hat einen vor sich und einen hinter sich und das ist beim meinem Kampfstil etwas ungünstig. Auf. Lauf und ja, so viel weniger wird das nicht, glaube ich. Tu dann doch eher mein Leben regenerieren und gehe dann vielleicht mehr aufs Igni-Zeichen. Oh, toll. Aber so kann man ganz langsam im Kampf HP regenerieren, ohne dass mich der, ohne dass sie mich, gestunt die auch noch kurz und dann passt es nämlich. Na gut, der Kampf dauert jetzt länger dadurch, aber er hat seine Vorteile. Ich darf ja auch die nicht zu früh platt machen, sonst habe ich nämlich das Problem, dass ich nicht genug Health habe für den Endkampf. Man kann nicht im Kampf nicht speichern, das ist ja das Problem. Okay, einen habe ich schon mal weg. Was das Ganze sogar noch einfacher macht. Weil ich muss nicht schauen, wo der eine rumläuft. Das ist. Und ich kann das Spiel verarschen, weil er jetzt denkt, dass ich nicht mehr im Kampf bin. Kann ich speichern. Ah, das ist schön. Weil man kann im Kampf nicht speichern, aber nicht, wenn das Spiel denkt, dass man nicht im Kampf ist.
In dem Moment, wo nämlich die, oh. Du bist aber ein böser Rittermutant. Aus böse, nein. Im Moment, wo sich die Musik ändert, kann ich nämlich speichern, weil er nämlich das zeigt mir an, dass ich nicht im Kampf bin. Und hör mal die ganzen unterschiedlichen Kampfmusiken. Was ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Hallo. An sich ist es nicht unrealistisch, weil er ja... Er hat noch genug, dass ich das machen kann. Er hat keine Zone auf dem Boden gemalt, toll. Und so kann man speichern. Hä, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Der muss doch irgendwo sein. Okay, viel Damage hat er da wohl nicht genommen. Wenn ich einen starken Kampfstil einsetze, dann dürfte ich den innerhalb von... Jetzt kann ich speichern, weil das Spiel denkt, ich bin nicht Kampf. Was saumäßig praktisch ist. Ich finde das toll. Ich glaube, jetzt habe ich dann voll. Ja. Ah, servus. Schau, da bin ich doch. Wo ist er denn? Immer noch relativ viel, also könnte ich auch.
Aber das Ignit-Sein braucht relativ viel. Er nimmt auch immer wieder Schaden, das ist schön. Schlecht. I learned Tris Marigold. Ja, wir wissen's. I need God. You're th- We'll meet again, White Wolf. Berenger made his decision. He knew where Javed was hiding. He also knew I'd find the sorcerer sooner or later. He knew that facing Javed alone was suicide for either of us. Oh, sieht doch gar nicht so gut für ihn aus. Also es ist total blöd. Toll, das ist Fuck yeah. So macht man das richtig. Ich habe gar keinen Helftrank gebraucht. Noch besser. Er hat es nicht überlebt, aber ja. Oh. Das nicht. Ich bevorzuge mal kurz das hier. Javed, can you hear me? What's going on? How are the experiments progressing? I urgently need those mutated knights of the Order in Vizima, and send me more failed ones. At this stage, I can afford no delays. Respond! Javed's dead.
Witcher Geralt. Expect to see me, Grandmaster. Soon. Oh ja. Geralt, you're here. Are you all right? I told you I could handle them. What happened below? I'll tell you later. Geralt. The leader of Salamandra is dead. Great. Learn anything about who's behind Salamandra? Yes. The Order of the Flaming Rose. Oh, lords. But that means... Exactly. We need to return to Vizima and inform the king. I saw a boat at the dock. Let's meet there. Good. Oh. Ja, froh, dass wenigstens das hier vorbei ist. Das ist doch eigentlich ein guter Punkt, um zu schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Das Boot. Tja, aber das ist eine gute Stelle, um jetzt aufzuhören. Ja, diesmal habe ich ein gutes Stück mehr aufgenommen. Vielleicht kriege ich es nächste Woche das Let's Play zu Ende. Und ich sage, ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn ja, bitte abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.